Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Ja, hurra, es sind Ferien, Winterferien nennt man das. Ja, sagt man jedenfalls so, Schnee ist hier bei uns nicht, aber alle die, die Zeit hatten und Urlaub haben, haben sich verdrückt für eine Woche in den Schnee. Mats ist auch nicht da, habe ich gehört, aber er hat uns trotzdem das Wetter hier gelassen. Wir schauen einfach später nochmal rein. Jo, die ersten Ankündigungen, viel haben wir nicht, weil es ist natürlich ruhig in den Ferien, die ersten Ankündigungen, und zwar das Amt Brück teilt mit, dass es am 13. Februar keinen mobilen Bürgerservice gibt. Ja, aber danach dann wieder. Wie gesagt, am 13. Februar fällt die Sprechstunde in Golzow und auch in Borgheide aus. Und später sind sie wie gewohnt wieder zur Stelle. Jo, dann haben wir noch eine Information. Und zwar, bevor es im März wieder weitergeht mit der beliebten musikalischen Sunday-Lunch-Reihe im Hotel Fliegerheim, sind wir noch mal dran. Und zwar haben wir uns den Saal gemietet am 24.02. ab 18 Uhr im Hotel Fliegerheim. Und dort präsentiert Borgheide News TV die Abenteuer in Afrika, und zwar die von dem Team B2B, die ja, wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, auf der Rallye Dresden-Dakar-Banjul mit unterwegs waren. Und der Marcel wird uns mit Bild und Ton, Video und Bildern etwas darüber berichten, was er dort alles so erlebt hat und wie ihr das Ganze so aufgefasst hat. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere auch auf die Idee, sowas mal mitzumachen. Wie gesagt, am 24.02., das ist ein Sonntag ab 18 Uhr und geht so circa 2 Stunden mit Pause. So, dann bin ich schon fast durch. Nein, nein, noch nicht ganz. Ich habe noch was vergessen, nämlich Sport war trotzdem, auch wenn Ferien sind, es war Sport, und zwar am 2.02., wie mir mitgeteilt wurde, haben die F-Junioren vom SV Borgheide, FSV Brück, den ersten Platz errungen. Und zwar Mika, Lukas, Henry, Felix, Basti, Henrik, Raphael und Jason. Und sie haben im Halbfinale, kleinen Moment, ich muss mal ein bisschen schieben, im Halbfinale haben sie die starken Kinder von Jessen mit 3-2 geschlagen und im Finale die Jüterburger mit 2-1. Ja, was soll man dazu sagen? Ganz herzlichen Glückwunsch, toi 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 Jungs. Ihr seid natürlich schon super Nachwuchs für unsere große BSV-Mannschaft. Und hier ist natürlich auch ein Bild von der Truppe. So, jetzt bleibt mir nicht mehr viel. Matze macht für uns keinen Schnee, deshalb ist er selbst dahin gefahren. Hier, schaut es euch mal an. Und mal sehen, was sagt er uns zum Wetter für die nächste Woche. Bitte, Matze. Ja, hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Willkommen im Winter, aber nicht bei uns. Wieder mal ist Schneefall an anderer Stelle dabei. Wir haben hier dieses miese, graue Wetter. Ich mache heute am Sonntag schon mal die Vorschau für die Woche. Ich werde mal morgen nach Braunlage gucken, wie es da aussieht. Also, wenn du hier sendest, bin ich schon wieder fast zurück. Und hoffe mal, dass ich Sonnenschein auf dem Wurmberg genießen konnte. Hier wird es die ganze Woche verregnet bleiben. Temperaturen steigen ein wenig um die 2 bis 5 Grad. Nachts wird es dann etwas weniger kalt. Am Anfang der Woche noch mit Frosttemperaturen nachts. Aber das schleicht sich zum Wochenende aus. Regen, Schauer werden kommen. Vielleicht die ein oder andere Schneeflocke. Aber es ist nichts von Dauer hier für Borgheide. Und wir bleiben bei dem miese, patschigen, wie haben wir es letztes Jahr genannt, Murkswetter. Ja. Also auf durch die miese Woche. Für die, die Ferien haben, eine schöne Ferienwoche. Für alle, die Urlaub haben, eine schöne Urlaubswoche. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ja, das war's dann schon wieder. Heute mal ganz kurz. Finde ich auch mal ganz cool. Dann kann ich mich nachher schön an meinen Kamin setzen und mich noch ein bisschen wärmen, bevor es dann, ich habe gesehen, so in einer Woche ungefähr wieder zweistellige Temperaturraten geben soll in Borgheide. Na, warten wir mal ab mit dem Wetterbericht. Das ist auch immer so eine Sache. Ja, jedenfalls, wir, also auch ich und Matze natürlich, wünschen euch eine wunderschöne Ferienwoche. Genießt die Ruhe ein bisschen und alle, die die arbeiten müssen, eine wunderschöne Woche. Macht euch keinen Stress, passt auf den Straßen. Es ist glatt, ab und zu morgens noch. Bis zum nächsten Montag, wie immer, euer Lutze. Und tschüss.